Hallo Freunde, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten auch von mir hier. Ich bin's, euer Torg. Und ich bin euer Jedi, also euer Instickel. Jedi, genau. Genau, Jedi, mein Spitzname Jedi. So, und dann sagen wir zu allen erstmal, kommt Raya! Kommt Raya! Okay, was heißt das, kommt Raya? Was heißt das, kommt Raya? Kommt Raya, das ist wenn es da geht, Wiki geht. Und die Seite gibt's auch wirklich. Gibt einfach ein Stargate-Wiki. Wird mit Hallo definiert und wenn es nach Stargate-Kommando den anderen ist der richtige Name, aber bei Stargate heißt er Chick O'Neill. Genau, und der sagt, und kommt der Raya. Hat, nee, es war so, dass... Eine von den Kikern oder so, ne? Es war so gewesen, dass Chick O'Neill heißt er beim Stargate. Beim Stargate-Kommando SG-1 heißt das Team und war dann so, dass er halt auf einem Planeten gewesen waren. Da war ein Verwalter und da wurde er. Darum. Und so gleich vor dem Verwalter wird Comt Raya begrüßt. Dann kurze Zeit später mussten sie halt die Maschine reparieren, dann war Maschine noch Comt Raya gerufen. Laut der Verwalter noch, kommt Raya gerufen und dann, ja, dann sind sie dann zurück und wird dann der General Hammond dann gefragt, was ist kommt Raya bedeutet, da hat Chick O'Neill gesagt, Shalom und naja, also seitdem benutzt es auch im Sinne von Hallo und Shalom. Genau, und, bist du nicht schon mal lang gelaufen? Und bin ich rumgelaufen, bin ich auch schon oft rumgelaufen und aber... Anfangs war ja Chick O'Neill erst Colonel und dann später, dann hat er sich auch hochgeschafft zum General. Jo. Okay, cool. Anderes Thema. Und ich benutze gerne auch im Sinne von Hallo und wir wissen es. Comt Raya auch im Sinne von Hallo und Shalom. Comt Raya. Comt Raya, unsere lieben Freunde. Genau. Also, wir wollen Frieden auf der ganzen Welt. So, was haben wir heute? 25. Also, was hast du zu Weihnachten geschenkt bekommen? Also, ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen, einen Schal und eine Mütze. Was bekommen zu Weihnachten ein schönes? Ein Schreibtisch. Cool. Einen neuen Schreibtisch in Weiß. Okay. Ja, stimmt, ja. Hoppala, ich habe vergessen zu sagen noch. Und ich hatte noch diese Jacke hier bekommen. Und dann noch. Ich habe eine Spotify-Karte gekriegt. Cool. Ja. Cool. Cool. Dankeschön, Bärbel und Frank, für die Spotify-Karte. Und dann habe ich noch Tagesdecke noch bekommen. Noch. Danke, Renate Giert. Und auch danke, Papa, für die Jacke. Jo. So. Ich hoffe, es geht euch gut, unsere Freunde. Genau. Und ich hoffe, es geht auch viel Spaß auch mit diesem Video. Also, oh. Ja, super. Ihr seid echt super. Und wir müssen auch zu den Leuten erstmal sagen, wo wir hier sind. Und wir sind hier in Nidda unterwegs wie jedes Jahr. Mittlerweile fast schon Tradition geworden. Jo. Na gut. Schreibt mal, was ist ihr alles Schönes bekommen habt zu Weihnachten. Genau, schreibt in die Kommentare unten. Jo. Wir waren essen heute mit der Familie. Und du? Und wir waren ebenfalls essen bei Freunden. Und ja, und gab es Weihnachtsgans und mit Füllung und Rotkraut und Knödel und noch ein Nachtischkuchen. Ja. Okay. Das war ja auch groß. Bei euch gut eigentlich. Ich habe Schweineländer gegessen. Auch lecker. Mit Rösti und Salat habe ich abgestellt. Wir gehen hier da. Okay, gehen wir hier unten rum. Bei der Nidda. Weil da so schön steht, Nidda Weihnachtsmarkt. Stimmt. Das müssen wir noch so zum Abschluss so zeigen. Oder können wir jetzt eigentlich umswitchen auf nach vorne? Okay, dann wir zeigen euch jetzt da, wo wir es lang gehen gerade.
Nicht, dass ein bisschen weiter nach. Nicht, dass ihr euch, euch wundert so. Nee, das ist keins. Und dann wir lassen es lieber. Mit, ja. Nicht, dass nicht das Video, Video verschwindet, Bus geht. Genau. Hups. So, ja. Dann sagen wir, hups. Die ganze Aufnahme nochmal neu im Fall. Dann müssen wir nochmal zurück da bin. Alter, machen wir es eben so, das war eben uns. Mal Hölle umbringen, ganz einfach. Passt genau. Schon. Aber erst wenn die Leute da wechseln. Wir können es auch so machen, natürlich. Also, so machen sie jetzt schließlich auch. Ah, hier ist die, der Fluss Nidder, der auch durch die gleichnamige Stadt Nidder fließt. Jo. Wie feiert ihr Weihnachten? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Wir interessieren uns für euch, unsere lieben Fans. Und unsere übrigens, lieben, bitte hinterlasst doch einen Daumen nach oben für uns. Dann sind wir angespornt und machen weiter mit sowas, mit solchen Vlogs. Richtig. Und wir freuen uns über jeden Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Und für die, die es noch nicht wissen, wir sind auch in Facebook zu finden und in Twitter. Genau, ich bin der Thor und du bist der Jedi. Ich bin der Jens Dickel und mit Spitznamen auch Jedi. Na gut, ich muss gestehen, ich hab zwei Spitznamen. Und zwar einmal DJ, den habe ich momentan ausgeblendet, weil ich jetzt momentan meinen zweiten Spitznamen Jedi eingeblendet momentan habe. Weil der mir momentan mir am besten gefällt einfach. Und ich übergebe mal meinen Bro. Okay. Jetzt muss er erstmal die Hände aufwärmen. Kalt. Da ist eine Bank da hinten. Wollen wir uns ausruhen oder schweißen? Gehen wir zur Bank. Hier ist erstmal zur Bank. Kommt Raya. Genau, kommt Raya. Was gibt es noch für Wörter, die wir kennen, die so lustig sind? So, Kontraya, also Shalom. Ja. Shalom, das Deutsche heißt ja Frieden und wir wollen ja Frieden auf der Welt haben und ja. Mhm. Weil, bunt ist es, dass da sind. Granaten, sagt volle Kanne. Ach, übrigens, es gibt seit diesem Monat, in diesem Jahr sogar tatsächlich das Spiel Wild Style. Das muss ich mal rausholen. Ich kann es euch ja gerne zeigen. Moment, Aquamentos. Bam. Das ist ein Telekom-Zeichen. Dann muss er auch zur Telekom stehen. Also. Nicht das Handy berühren, nicht dass die Aufnahme weg ist. Nee, keine Angst. Nein, ich darf nicht dran denken. Also. Das Spiel heißt Wild Stylens. Und wenn das Bild hat, Eigen erkennt ihr ja. Okay. Unser Wild Stylens. Armorfly. Erzähl da mal was drüber. Und Armorfly ist der beste Browser, den es gibt auch. Fürs Handy. Fürs Handy, jawohl. Moment mal, das sieht folgendermaßen aus. Moment mal, das ist. Armorfly ist das schwarze Symbol, da gleich neben dem Telefon. Das ist der beste Browser, den es gibt derzeit. Das ist auch gleichzeitig ein Video-Downloader. Also wenn man mit Armorfly ins Facebook geht, kann man sich gleich die Videos, die einem gefallen, kann man sich sofort direkt runterladen. Total mega einfach. Ach ja. Doch, ist geil. Cool. Und total cool. Gibt es für Android, auch für Windows Phone gibt, weiß ich ja nicht, aber guckt einfach mal nach. Aber cool. Und jo. Mir fällt gerade nichts ein, was ich erzählen könnte. Auch gerade nichts ein, aber. Wir hätten vielleicht einen Plan vorher machen sollen mit dem, was mir. Meine Haare stehen ab. Und jetzt sagt bestimmt irgendjemand in den Kommentaren: Deine Haare stehen ab? Du hast doch gar keine mehr. Ja. Ei. Doch. Gut. Wie viele Minuten? Neun Minuten. Wir finden euch echt super einfach. Ja, danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Danke, dass ihr bis hierher immer mitgemacht habt. Und ja, ist einfach spitze.
und wir bedanken uns bei euch allen für die vielen Likes und für die, Likes und für die vielen Follower und fürs Anschauen und so, und ihr seid einfach echt fantastisch. Ja. Und so, gleich haben wir die 10 Minuten und voll. Wollen wir aufhören oder noch weitermachen? Weiß ich nicht, ob wir... überlegen. Du setzt dich gerade so gemütlich dahin, als würdest du hier noch 10 Stunden laufen. Einfach mal chillen. Wir zeigen so hier mal diese Häuser. Das sind irgendwie, wie heißen die? Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser, ne? Genau. Ja, der Andi aus Österreich, der hat das letzte Mal bemängelt, dass wir zu wenig auf die Stadt Nidda eingegangen sind. Mit ihren prächtigen Häusern. Okay, dann machen wir das jetzt auch. Also, dann machen wir das jetzt besser jetzt so. Wir sind auch stets bemüht, um auch besser zu werden. Für euch und für uns und ja. Willst du nochmal halten? Gern. Ich dann halt schon. Und ja. Aber auch nicht nur Nidda schön. Dreisa ist auch schön. Dreisa, Schwalmstadt, Dreisa. Erzähl doch mal, wie bist du nach Schwalmstadt, Dreisa gekommen? Wieso wohnst du nicht mehr in Nidda? Sag einfach, weil es dir da besser gefällt. Okay. Nee, ich will schon ganz gern verstanden werden, ganz gern. Okay, gut. Als was so gekommen, wie bin ich nach Schwalmstadt, Dreisa gekommen? Als was so, Alt. Wo fang ich an? Auch viel. Da gibt es echt viel. Da habe ich ein Thema angeschnitten, ne? Da ist echt ein Thema angefangen. Jetzt so, hui. Aber gut, doch, gern. Als was so, durch den Tod meiner Mutter war das gekommen. So, ach so, okay. Das war kurz vor meiner Volljährigkeit, vor meinem 1,8 Lebensjahr. Da 1, war mein, 8? Ja, 18. Genau! 18 Jahre alt. Blödes Haar trotzdem. Aber, okay, und dann war im Hintergrund so, mach jetzt mal das Schild. Da, genau. Es war seitenverkehrt, aber. Und ja, dann war es dann dadurch, dass. Dann, meine Mutter gestorben, da war ich in so einem psychologischen Tief gefallen. Und ja. Dann war ich dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie Marburg gekommen. Ach, das musste dann halt alles erzählen. Und dann war es dann, dann war ich dann irgendwann nach Zeit lang dann nach Schwalmstadt gekommen. Dann habe ich schon eine Zeit lang, ein paar Jahre dann in Frankenheim, wie ich 13 gewohnt gehabt. Und jo, dann bin ich irgendwann für die Jugendhilfe. Wie sich dann nennt, ja, für den FAW 3 sind zu alt geworden. Und da war ich dann irgendwann umgezogen ins Hexengessen 6. Dann neue Adresse brauchst du nicht nennen. Danke. danke für den Hinweis. Für den Hinweis, genau. Danke. Sonst hast du morgen. Nee, das mach ich nicht. Den Film mach ich nicht mehr. da war ich dann umgezogen ins Hexengessen, dann bin ich dann 3 bis 4 Jahre da gewohnt gehabt. Und ein paar Jahre, oder nee, Quatsch. Wie lang? Circa 11. Anyway, egal heißt es. Anyway, 12 Jahre, oder ungefähr, so lang wie, ungefähr 12 Jahre da gewohnt gehabt. Ja, dann, naja, dann kam halt irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich dann halt eben, umgezogen bin, dann in die Bahnhofstraße. Was sollst du denn jetzt sagen? In dem Bahn, ich hab keine Zahl gesagt. Okay. Ich hab keine Zahl gesagt. Diesmal nicht. Come dryer. Richtig laut jetzt. Genau, Schwee, Schwee. Dann müssen wir nochmal erzählen über das Schwee, Schwee. Also, Schwee, Schwee. Schwee, Schwee bedeutet einfach nur, bleibt locker, bleibt geschmeidig. Und dann gibt es noch ein Spezialwort. Mein Schwächen. Bei unseren Jungs, mein Kumpel und bei unseren Mädels halt eben meine Süße. Gut, dass du mich rein erinnerst. Ja, schöne Grüße. Grüße an Britta. Meiner? An Britta, die wohnt in Hannover. Unser Feuerlöckchen. Weiter, wie noch? Und dann die Rosi, auch eine gute Bekannte von mir. Und an Susanne Becker. Die wohnt auch in Dreisa. Also die Rosi und die Britta, die wohnen auf Ecke Hannover. Also Mensch, du hast ja ein ganzes Harem.
sind gute Freunde von mir. Also, ich bin zu haben, ich bin frei, ich bin Single. Ich bin frei. Und mein Bruder hat's, ja, glaub ich auch. Oder? Ja, so ein bisschen. Ja. So ein bisschen vergeben, ja, so ein bisschen frei. Also, ich weiß auch nicht so recht. Ich habe noch keine Freundin, ich bin noch zu haben. Und jo. Jo. Hier lang, denke ich mal. Ja. Und jo. Das hier ist übrigens das Bürgerhaus, da geht schon mal rum. Das Bürgerhaus. Hui. Das Bürgerhaus, nicht da, wie mein Bruder würde sagen, da hinten. Da hinten? Da hinten, genau, um so richtig schön herrlich hessisch zu sagen. Jo. Also, jetzt haben wir, kommt Dreier angesprochen. Kommt Dreier. Schwer angesprochen. Was haben wir noch? Was noch irgendwas? Hier? Ich glaube, wir sind durch. Wir sind wirklich durch. Ach ja, ihr seid echt cool. Einfach echt spitze. Wir sind halt wie Brüder. Und wir sind wie Brüder, das stimmt. Aber wirklich. Wir sind aus dem Kindergarten, aus dem Sandkasten noch. Richtig, schon. Wir kennen uns schon seit Sandkastenzeiten bereits. Schon seit. Sandkastenfreunde. Ja. Sandkastenfreunde halt eben. Genau. Weißt du, wir sehen, das war so. Wir haben uns entlang nicht gefunden und dann irgendwann durch. Und mal danke Mark Zuckerberg an Facebook, an das Facebook-Team. Danke. Dafür sind wir dankbar, dass ihr uns geholfen habt, dass wir uns wieder endlich wieder nach vielen Jahren uns wieder gefunden haben. Danke an Mark Zuckerberg und Team, an genau. Facebook. Und danke an unsere lieben Facebook-Freunde, die uns auch geholfen haben. Daumen hoch. Auch dafür danke. Ihr seid echt cool, ihr seid echt spitze. Achso, und bei YouTube, ja, wenn ihr da ein Like geben solltet, also einen Daumen nach oben, dann könnt ihr auch auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video kommt. Stimmt, beim YouTube, weißt du, drückt aufs Glöckchen. Genau, und aufs Glöckchen. Aber das gibt nur bei der Desktop-Version, also bei der PC-Version, nur aufs Glöckchen drücken. Okay. Bei der Handyversion leider nicht, habe ich schon rausgefunden. Okay. Und jo. So, wir kommen zum Ende. So, jetzt. Zeig mir mal das Stadtbad. Ist hier mein Stadtbad. Gehen wir mal so rum. Hier, komplett einmal. Danke. Unser Stadtbad in genau. Nidda. Ja. Gut. Unser jetzt sieht man meine Hose. Ich hätte eine Mütze aufziehen sollen. Naja. Egal. Du hast auch keine. Ich habe auch keine Mütze. Das letzte Mal hatten wir welche auf. Stimmt. Ups. Ups. Macht nichts. Was wollen wir jetzt noch machen? Was wollen wir jetzt noch Nettes machen? Rumlaufen. Waren wir doch das letzte Mal. Stimmt. Oder wie ich ganz gerne ab und zu sozusagen pflege. Rumgeistern. Oder rumlaufen. Jo. Wollen wir aufhören aufzunehmen, oder? Okay, ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Und ja, dann machen wir Weihnachtslieder draus, irgendwie schon Merry Christmas. Nee. Okay, einfach frohe Weihnachten an alle. Okay, dann singe ich halt eben. Ja, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und wir wünschen echt Frieden. Frieden auf der ganzen Welt. Frieden für alle. Und Amen. Ja. Okay. Und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß noch mit den Dingen, wo ihr macht. Mit den Dingen, wo ihr macht. Und also, tschüss. Tschüss. Tschüss.